Herzlich willkommen hier von der Vorarlbergbahn und von der Baureihe 1116 aus dem Trains in World 5. Wir fahren heute einmal aus Österreich in Richtung Schweiz. Wir stehen hier gerade in Bludenz und ja, fahren heute mit der Baureihe 1116, Lok Nummer 159, mit dieser wundervollen 150 Jahre Brennerbahnlackierung. Ich versuche daran zu denken, dass ich euch den Link zu diesem Repaint in die Videobeschreibung reinpacke. Das ist einfach ein Repaint aus dem Creators Club. Und ja, mit am Haken haben wir SBB-Einheitswagen. Und da ist dann wiederum eine Mod, die nur auf dem PC funktioniert, auch noch wirksam. Und zwar mit den SBB-Wagen mit dem angepassten Interieur. Wir sehen hier, Moment, ich muss einmal die Kameraeinstellungen mal ein bisschen verändern. Einmal das Sichtfeld vergrößern und einmal die Schärfentiefe komplett rausnehmen, dann sehen wir uns auch, dann sehen wir das alles auch ganz scharf hier mit dem SBB-Interieur, mit der ersten Klasse und den typischen SBB-Sitzen. Hier einmal die Vierersitze und dann hier die Zweiersitze, immer Tisch an Tisch. Das Ganze auch hier im hinteren Wagen, auch das ist ein Erste-Klasse-Wagen und auch das Interieur der zweiten Klasse, der zweite Klasse-Wagen ist ebenfalls angepasst. Das Ganze basiert auf den Wagen der Baureihe 101 Expert, also den Expert-DLC-Wagen. Ja, genau, ne? Und nur, dass halt eben das Interieur angepasst ist, die Sitzreihen wurden ausgetauscht. Das sieht auf jeden Fall schon sehr nach SBB aus, auch wenn ich glaube, dass diese Wand eigentlich eher so gelblich sein müsste in der zweiten Klasse. Und hier ist zum Beispiel jetzt noch das, der Sticker von der ersten Klasse dran, warum auch immer. Aber das ist ja vollkommen egal, weil von außen sieht man das nicht. Man sieht aber trotzdem von außen, dass hier das SBB-Interieur eben passt. Und das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool. Genau, wir stehen hier in Bludenz in Österreich und fahren dann in Richtung Schweiz heute vor dem Hintergrund dieser wundervollen Bergkulisse, dieses Panoramas hier in den Alpen. Ja, habe noch ein bisschen Rollmaterial hier hinten hingestellt, dass, ja, damit das Ganze noch ein bisschen schöner aussieht. Wir sind im Freeroam-Modus unterwegs und setzen uns einfach mal in die Lok und fahren los. Vorwärtsfahrt ausgewählt. Die Bildschirme fahren hoch. Und wir geben die Türen auf der linken Seite frei. Ich weiß nicht, ob das klappt mit den Wagen. Ah, scheint nicht zu funktionieren. Ich überlege gerade, wenn wir die Türen schließen und jetzt das Ganze über den Befehl freigeben, ob das dann funktioniert. Na, klappt immer noch nicht. Aber okay, dann ist das so. Naja, gut, haben die Fahrgäste halt Pech gehabt. Okay, das System ist bereits ÖBB, das heißt also, da ist alles korrekt. Wir schalten uns die PZB und die LZB noch an mit Steuerung Enter. Wir machen die Beleuchtung in den Wagen an. Gucken, dass die Zugsammelschiene auch tatsächlich aktiviert ist. Jetzt nochmal die Zugbeleuchtung an. Spitzensignale auf Fernlicht, wie es in Österreich üblich ist. Und das Spitzensignal am besten auch noch an. Hallo? Warum geht das Licht nicht an? Müssen wir das hier hinten noch einstellen? Ich glaube schon. Ja, müssen wir. Dann einmal vorne dreimal weiß. Bremsart R ist in Ordnung. Wagenmaterial bzw. Türsteuerung auf ÖBB gestellt ist ja eigentlich auch falsch, weil eigentlich ist es ja SBB, ne? Wobei, also rein aus der Simulator-Perspektive ist es ja DB. Das heißt also, eigentlich müssten wir den Türmodus auf DB umstellen. Und jetzt nochmal versuchen, die Türen freizugeben. Vielleicht klappt das jetzt. Immer noch nicht, aber okay. Dann ist das halt so. Dann gucken wir, dass wir beide Türen schließen. Dann machen wir noch die AFB an. Wo ist sie? Da müssen sie sein, genau. Ansonsten passt der Rest soweit. Lokführer Pultbeleuchtungsdimmer ein bisschen runter. Scheibenwischer brauchen wir nicht. Zugart O ist soweit in Ordnung. Hier ist auch alles fein. Federspeicherbremse ist gelöst.
Okay, das sieht doch sehr, sehr, sehr gut aus. Türen sind zu. Jetzt hoffentlich. AFB stellen wir auf 40, um bloß keine Zwangsbremsung zu riskieren. Dann gehen wir noch einmal ganz kurz in das Display hinein und stellen erstmal. Moment. Ah, können wir nicht den. Okay, wir können nur die Helligkeit anpassen. Ich dachte kurz, wir könnten das Dunkel einstellen, aber okay. Funktionen. E-Bremserhöhung gerne an. Der Rest Nachschiebebetrieb haben wir nicht, rollende Landstraße sind wir nicht. Waschfahrt machen wir nicht, Beladefahrt genauso wenig. Booster, Eingabe, genau, Eingabe. Wir sehen, wir sind hier im System der ÖBB eingewählt. Das ist vollkommen fein. Achso, jetzt habe ich. Jetzt vermute ich der Stromabnehmer unten. Oder? Genau, der Hauptschalter ist nochmal rausgeflogen. Okay. Der Rest ist soweit in Ordnung. Wir sehen, wir haben 15 kV Spannung. Der Hauptschalter ist an. Okay, dann sind wir bereit abzufahren. Wir lösen die Bremse. Machen noch hier das Klemmbrettlicht an und fahren los hier in den Sonnenuntergang hinein. Können vielleicht noch ein bisschen Bewölkung mit reinnehmen. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Habe ich aber nicht. So, das wollte ich haben. Und auf geht's. So, hervorragend. Wir fahren los mit unserem Eurocity. Und den wundervollen SBB-Wagen. Okay, wir befreien uns aus der Beeinflussung und können auch direkt 60 fahren. So, Spitzensignale sind auch an. Nochmal kurz kontrolliert. Und hinten sind keine Lichter an. Schande. Aber ich glaube, das können wir jetzt gar nicht hier beeinflussen. Denke ich mal. Außer wir stellen das vielleicht um. Aber ich glaube, das hier stellt nur an der Lok die Lichter um. Ah, das hat jetzt keinen Unterschied gemacht. Okay, dann lassen wir das so. Da wartet der Talent auf uns und beamt sich gerade in eine andere Dimension. Passiert den Besten. Und wir dürfen 140 fahren. Vmax für uns ist heute 200 km/h. Sowohl Lok als auch Wagen schaffen das, allerdings ist auf der Strecke nicht mehr als 160 zugelassen. Das heißt also, wir werden gar nicht in den Genuss kommen dieser höheren Geschwindigkeiten. Und vielleicht machen wir direkt mal zu Beginn ein Foto, dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. So, ein kleines Thumbnail, vielleicht vor dem Hintergrund der wundervollen Bergkulisse. Ich möchte das Repaint allerdings auch noch mit drauf haben, ein bisschen Schärfentiefe reingestellt. Jawohl, das sieht doch sehr schön aus. Jawohl. Ja, ich freue mich, wir waren schon länger auf der Vorarlbergbahn nicht unterwegs. In Österreich. Wir können uns auch noch mal gerne das Repaint angucken. Sehr schön, österreichisches Krokodil. Innsbruck, Matrei, Brennero, Brenner, Bressanone. Beziehungsweise Brixen, Bolzano, Bozen.
Und hier nochmal eine 1044 abgebildet. Wundervolles gemachtes Repaint, also wirklich richtig, richtig schön. Und das Ganze mit dem Creators Club, also das ist, beziehungsweise mit dem Livery Designer. Auf der anderen Seite haben wir, was ist das? Ist das der rote Pfeil? Nee, ne? Oder ist das hier das österreichische Krokodil? Oh. Toll gemacht, also wirklich wundervoll. Ein unfassbar gutes Repaint dafür, dass das Tool nicht so viel hergibt. Dann haben wir hier als Mod übrigens auch noch die das 1116 Enhancement Pack von meinem guten Freund dem Fubian. Und ich glaube, da haben auch ein paar mehr noch dran gearbeitet. Huch. Ja, okay, jetzt wird ein bisschen reingebremst. Genau, ne, dass wir hier zum Beispiel die entsprechenden Logos noch mit drin haben. Und noch ein paar weitere Anpassungen hier zum Beispiel an dem Display. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch die Uhr und noch ein paar andere Dinge. So, da kommt ein Abschnitt voraus, wo wir den Hauptschalter rausnehmen müssen. Und zwar ab hier. Und jetzt können wir den Hauptschalter wieder reinwerfen. Jawohl, das hat soweit funktioniert. Zugsammelschiene machen wir noch an. Und Zugbeleuchtung machen wir auch nochmal an. So, Leistung brauchen wir gar nicht aufzuschalten, weil es bergab geht. Und da kommt nochmal ein Talent entgegen. 4024 der österreichischen Bundesbahnen. Ach Leute, ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werde jetzt demnächst in Österreich sein, tatsächlich. Und guck mal, dass ich meine Kamera mitnehme. Vielleicht kann ich euch ein paar schöne Bilder mitbringen. Immer wieder schön, hier zwischen den Bergen herzufahren. Also das ist wirklich... Ich bin so froh, dass wir mittlerweile diese bergigen, alpinen Strecken auch im TSV haben, weil die haben lange einfach wirklich gefehlt. Lange Zeit war ja die Mönchspessertbahn das Einzige, was auch nur ansatzweise Hügeln zu bieten hatte. Und mittlerweile haben wir ja doch schon ein bisschen mehr Auswahl mit der Vorarlbergbahn, mit Salzburg-Rosenheim, mit der Berliner Bahn und ja, auch die Arosa Bahn, auch wenn man die jetzt, ja, immer nur so in Klammern setzen müsste, weil die natürlich nicht so schön ausgestaltet ist. Aber das ist jetzt ja hier, wenn man sich jetzt die Berge anguckt, schön die Bewaldung, sieht man noch bis da hinten. Das ist ja im Train Simulator oft ja nicht der Fall, dass da ploppt ja oft so ein ganzer Wald erst kurz vorher rein, was halt nie so ganz schön aussieht, und das, was dann im Hintergrund in der Ferne ist, ist dann nur so Texturenmatsch. Und das haben wir hier halt zum Beispiel gar nicht. Ne? Auch hier, das sieht nicht nach Texturenmatsche aus, die Berge, die da ganz weit hinten sind, sondern das ist alles richtig schön gemacht. Ne? Also, da kann man wirklich nicht meckern. Oh, ich sehe, wir haben ein haltzeigendes Signal voraus. Dann können wir schon mal ein bisschen die E-Bremse reinhauen.
Und da vorne wird uns dann auch schon das haltzeigende Signal angekündigt. Wir bremsen noch ein bisschen weiter rein. Okay, das Signal ist umgesprungen. Dann lassen wir jetzt einfach mal rollen und fahren mit, ja, sagen wir mal 90 km/h weiter und schauen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit zum Stehen kommen. Die Mod mit den SBB-Wagen packe ich übrigens auch in die Videobeschreibung rein. Ich habe es, glaube ich, zu Beginn nicht erwähnt. Die ist vom guten Age Enjoyer bzw. Swing Swung, wie er im Transom Community Discord Server heißt. Ich muss sagen, in Realität bin ich nicht ein großer Fan von den SBB-Wagen. Zumindest von denen, die dann auch in Deutschland auf den Eurocity-Linien unterwegs sind. Ich kann jetzt natürlich nur über die zweite Klasse sprechen, ich saß nicht in der ersten Klasse, weil ich kein großer Fan davon bin, dass wirklich in der zweiten Klasse nur alle Sitze Vierersitze sind, dass man also immer ja, letztlich jemanden genau gegenüber von sich sitzen hat, vor allen Dingen, wenn man alleine reist, dann ist das, naja, vielleicht nicht unbedingt so cool, weil die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand neben einem oder genau gegenüber von jemandem sitzt, ist halt extremst hoch. Und da bin ich ein viel größerer Fan von den Zweiersitzen, wenn dann nur in Anführungszeichen jemand neben einem sitzt, jemand, der fremd ist, aber nicht unbedingt dann auch noch Leute, die einem genau gegenüber sitzen. Und das Ganze dann ohne Tisch und so, das finde ich dann immer so ein bisschen beengend. Also bin da jetzt wirklich nicht so ein großer Fan von. Andererseits sind die Sitze aber auch ziemlich gemütlich, das muss man auch sagen. Und dann doch eigentlich ganz angenehm für eine längere Fahrt. Ich hätte mir aber wirklich gewünscht, dass die Eurocity-Wagen der SBB ja auch noch die Zweiersitze hätten. Okay, und wir haben halt zu erwarten. Mal gucken, ob sich das Signal vielleicht auch noch umstellt. Jetzt gleich müsste, glaube ich, eine kleine Tunnelpassage auch noch folgen. Okay, nee, stellt sich nicht um. Wir haben halt zu erwarten. Und bremsen rein. Hier sind es dann 110, die gefahren werden dürfen. So, hinter dem Berg, hinter diesem kleinen Hügel müsste irgendwo, ja, müsste irgendwo das Signal auf uns warten. Ah, wobei es sind noch 400 Meter. Ah, ist noch ein ganzes Stück bis dahin. Vielleicht schalten wir doch noch mal ein bisschen Leistung auf, nur um nicht zu langsam zu rollen. Ankündigung auf 90. Zugbeeinflussung. Bestätigen wir natürlich, selbst wenn kein Magnet dort lag. Auch schön hier dieser Abschnitt mit der Bergeinfahrt. So, und dann müssen wir jetzt anhalten. Türfreigabe. So, jawohl. Ja, war klar. War klar. Zugbeeinflussung. So, immerhin kein 500-Hertz-Magnet, das kommt in Österreich vergleichsweise selten vor.
Und das nächste halseigene Signal kommt, während gleichzeitig ein Kollege vorbeigekommen ist. Schalten wir mal ein bisschen Leistung auf. Das nächste halseigene Signal ist noch fast 2 Kilometer entfernt. Ab hier gelten 90. Und raus aus dem Tunnel. So, wo sind wir denn hier? Feldkirch. Wisst ihr was? Wir halten hier in Feldkirch an. Das ist ja ein größerer Bahnhof. Ich dachte mir, wir halten zwischendurch auf jeden Fall mal in Dornbirn. Aber warum nicht auch in Feldkirch? Hier hält ja sowieso der Fernverkehr. Türfreigabe. Ja, Türfreigabe. So, dann geben wir mal die Türen auf der rechten Seite frei. Ah, jetzt funktioniert's, Leute. Jetzt klappt's. Wir können auch mal ganz kurz aufstehen und uns mal die Wagen da mal durchlaufen auch. Also hier wirklich echt schön gemacht. SBB-Interieur, toll. Sehr, sehr cool. Dann gehen wir einmal hier raus und gehen mal in den 2. Klasse-Wagen rein. So, da sind die Türen jetzt nicht aufgegangen. Genau, auch hier das Interieur ist bekannt. Sehr schön. Wär mal auch wert für eine Fahrgastmitfahrt, ne? Achso, können wir eigentlich die Lichter hier anmachen? Sind die Lichter an? Ne, die sind aus. Ne, das lässt sich nicht einstellen. Gut, aber wir fahren weiter. Zu. Dann einmal die schließen. Schließen. Türen sind zu. Dann können wir weiterfahren. Hier stellen wir den Kontrast wieder hoch. Und auf geht's. Was zeigt uns eigentlich dieser Leuchtmelder hier an? Dass sie sie fahren? Nee, okay. War wohl die Haltebremse vielleicht? So, das Gute ist, dank des Haltes werden wir jetzt vermutlich... Ja, nicht vielleicht unbedingt dem Regionalzug, der vor uns unterwegs war, hinten auffahren. Moin, hier stehen noch Arbeiter. Thank you.
Und wir haben freie Fahrt. Der ÖBB, die ÖBB 1116 Lok ist von der Semmeringbahn übrigens. Die Wagen sind vom 101 Expert DLC. Und genau, als Strecke sind wir natürlich auf der Vorarlbergbahn unterwegs. Das so als Voraussetzung, was das Rollmaterial angeht. Und ab hier dürfen wir 140 fahren. Wir können den Roadrunner bedienen. So, dann können wir die AFB auf 140 stellen und schneller fahren. Klingt doch ein bisschen wie Pingu, oder? Nörg, nörg. Weil den Zug an uns vorbeifahren. Und wir haben halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. So, jetzt müssen wir ordentlich mal reinbremsen. Jawohl. Sehr gute Bremseigenschaften, die wir heute haben. Und da vorne wartet das halbzeigende Signal auf uns. Wir versuchen wieder ganz langsam drauf zuzurollen. Mit etwas Glück springt es um. Hier rechts auch schön die Anzeige mit Achtung Zugdurchfahrt. Ne? Dass die Fahrgäste aufpassen sollen. Türfreigabe. 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 Und wir lassen rollen. So, Signal ist umgesprungen. Und wir beschleunigen wieder ein bisschen. AFB ist bei 140. Vielleicht stemmen wir das einfach mal runter auf, ja, sagen wir mal so 90, 95 km/h. Und verringern mal unsere Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist die Ankündigung auf, beziehungsweise ab hier dürfen wir 150 fahren. Das ist für uns erstmal irrelevant, weil wir werden jetzt nicht zu schnell fahren. Schöne abendliche Stimmung auf jeden Fall mit der Bewölkung. Das gefällt mir sehr. Als Fahrgast mag ich das auch sehr, wenn man in dieser wirklich abends auch mal fährt im Zug in den Sonnenuntergang hinein, gerade im Fernverkehr. Das finde ich mal sehr, sehr, sehr schön und sehr angenehm, aus dem Zug heraus sich dann sowas anzugucken. Nicht so sehr angenehm ist es allerdings, wenn man als Fahrgast erlebt, wie der Zug die ganze Zeit auf der Strecke stoppt. Aber es ist, wie es ist, ne? Wie man so gut, so schön in der Schweiz sagt.
Nein, das sagt man nicht in der Schweiz. Zugbeeinflussung. Das ist ein wundervolles Bild, oder? Diese weite Landschaft vor uns mit diesen vielen, vielen Wolken. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist das halt zeigende Signal. Aber wie heißt das so schön? Team HP0. Auch hier schön über den Fluss einmal drüber. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn es noch eine weitere österreichische Strecke gäbe. Brennerbahn zum Beispiel, fände ich ja ganz, ganz toll. Das ist ja auch die Bahn, die andere. Oh, wir müssen mal anhalten. Oh, das war jetzt unnötig knapp. Das war unnötig knapp, aber okay. Brennerbahn, ne? Das, was hier bei unserer, auf unserer Zuglok auch angekündigt wird. 150 Jahre Brennerbahn. Innsbruck ist übrigens eine tolle Stadt mit einem wundervollen Bahnhof. Bozen in Italien. Ja, das wäre schon sehr, sehr cool. Einmal über den Brenner drüber. Das ist ja auch, hier, ich nutze die Gelegenheit für ein kleines Foto, weil wir sowieso schon stehen. Das ist ja auch, also die Brennerbahn ist ja auch eine Strecke, wo die rollende Landstraße unterwegs ist, meine ich. Also dieser kombinierte Verkehr aus LKWs und Zug. Können wir mal auf die Karte gucken, wer denn hier eigentlich vor uns die ganze Zeit hergurkt. Und ob wir den Delinquenten finden. Der ist das. Das ist die S1 von Bludenz nach Bregenzhafen. Aber gut, an dem fahren wir jetzt zum Glück vorbei, wenn ich das richtig sehe. Genau, wir fahren am anderen Bahnsteig an dem vorbei. Dann ist ja gut. Dann können wir jetzt tatsächlich ja mal ein bisschen schneller fahren. Ich hoffe tatsächlich, dass der Fahrdienstleiter auch gnädig ist und uns jetzt auch durchlässt. Oder wir können es noch mal kontrollieren. Ah, nee. Der Fahrdienstleiter ist nicht gnädig. Und lässt den zuerst durch. Leider können wir hier keine Signale stellen. Das wäre jetzt auch natürlich noch eine coole Funktion. Aber dann brauchen wir gar nicht so sehr zu beschleunigen. Aber wie man tagesaktuell so sagt, es ist mir recht. Links von uns die Autobahn. Huch, da war die Oberleitung in der Brücke drin. Halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Ja, die S1 ist auf jeden Fall schon weg. Das heißt also, es kann gut sein, dass vielleicht unser Signal sich auch nochmal umstellt, aber ich sehe es noch nicht hier in Götzes. So, jetzt können wir die Signale auch sehen. Aha, interessant, von weit weg sehen wir sie, wenn ich ranzoome. Ah doch, jetzt sieht man sie auch. Kann gut sein, dass das was mit der Mod zu tun hat, mit den Signalbildern, die ist halt ausgelegt für
den UK-Content, beziehungsweise die UK-Signale. Und man profitiert zwar damit auch auf anderen Strecken, aber es kann sein, dass es nicht so unbedingt funktioniert, wie man es erwarten würde. Türfreigabe. Okay, diesmal müssen wir nicht in die Schnellbremsstellung. Diesmal sind wir besser vorbereitet. Wir stehen wieder. Und warten. Ein Speisewagen fehlt mir noch. Ein Speisewagen wäre schön. Wir blicken mal rein in die Karte. Da ist er. Och, da kommt ja Ewigkeiten kein Signal mehr. Hier erst. Ui. Sollen wir ihn rauskicken von der Strecke? Nein, das können wir in Realität ja auch nicht machen. Ich hatte kurz die Überlegung, wir können es ja im Freeroll-Modus machen, aber das ist ja unrealistisch. In Realität können wir den ja auch nicht einfach so verschwinden lassen, den Zug vor uns, sondern müssen uns halt gedulden. Auch wenn in Realität natürlich, vermute ich mal, der Fahrdienstleiter uns hier Priorität gegeben hätte, dass wir einfach durchfahren könnten. Andererseits, vielleicht haben wir ja jetzt mal so ganz fiktional gesprochen, vielleicht haben wir ja genug Puffer im Fahrplan, dass wir hier planmäßig zum Stehen kommen und dem hinterherfahren. Kann ja sehr gut sein. Gibt's ja auch. Weil dann ist natürlich klar, weil wenn das eingeplant ist, warum sollte man die S-Bahn dann sich verspäten lassen? Gut, wir beschleunigen wieder ganz langsam. Da kommt ein Gegenzug wenigstens. Wir blenden einmal ganz kurz ab. Wenn wir jetzt nur eine LZB hätten, ne, dann wäre das viel angenehmer, weil die für uns einfach das Fahren, das ständige Runterbremsen übernehmen würde. Ach ja.
Oh, hallo. Huch, Moment. Jetzt habe ich aus Versehen ein Steam Layer aktiviert. Aha. Das ist ja mal interessant. Wie ist das denn zustande gekommen? Interessant. Der fährt mit den Rücklichtern voraus. Aber warum? Ist das eine Mod oder ist das keine Mod? Ist dann immer die Frage. Das ist der Zug. Der Zug 7141-6 Wolfurt am Stetten. Aha. Der ist auch falsch rum hier drin, ne? Seht ihr das? Okay. Scheint nur eine falsche Zugformation zu sein. Und wir haben halt zu erwarten. Ist unser Hauptschalter nicht drin? Moment, Zugsammelschiene ist an. Ja, der Hauptschalter war nicht drin. Wieso war der Hauptschalter nicht drin? Wann ist der denn rausgeflogen? Achtung, Zugdurchfahrt. Bitte halten Sie Abstand. Ja, sehr gut. Schön, dass das umgesprungen ist. Das freut mich doch sehr, solche Kleinigkeiten dann immer wieder zu sehen, dass sie auch funktionieren. Und wir haben freie Fahrt. Zugbeeinflussung. Ein bisschen Leistung können wir wieder aufschalten. Und wieder beschleunigen. Schön, wie sich die Lichtverhältnisse immer mehr geändert haben. Wir hatten vorhin noch tatsächlich richtigen direkten Sonnenschein gehabt. Und jetzt mittlerweile, also die Wolken waren vorhin ja noch richtig rot und jetzt wird es leicht pinklich, lila. Kein direktes Sonnenlicht mehr. Sehr schön. Auch hier ganz stabile FPS, die ich hier habe, 50. Ab und an geht es in den 40er Bereich runter. Aber ansonsten insgesamt sehr, sehr, sehr stabil hier. Hallo. Und da haben wir wieder halt zu erwarten. Gucken wir, dass wir das mit der E-Bremse machen. Ja, sehr gut. Darauf habe ich gehofft, dass das Signal umspringt, bis wir ankommen und keine Beeinflussung dann dadurch haben. Wir lassen einfach mal weiterrollen. Wir müssen jetzt keine Leistung aufschalten. Das bringt ja sowieso nichts. Eigentlich müsste man gucken, dass man so eine Geschwindigkeit findet, dass man ja nicht die ganze Zeit eben halt zu erwarten hat, dass man dann vielleicht durchgehend
vielleicht nur 50 oder 60 fährt. Man ist zwar langsam unterwegs, dafür rollt man die ganze Zeit, statt immer wieder anfahren und abbremsen, weil das natürlich auch deutlich mehr Abtrieb hat und auch für die Umwelt dann nicht so gut ist und für den Zug selbst natürlich auch nicht ständig zu bremsen und wieder anzufahren. Da ist die Materialbelastung halt eben deutlich höher, als wenn man durchgehend eine ja, niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit eben wahrt. Und ab hier dürften wir theoretisch 140 fahren, aber nicht so lange wir einen Zug vor uns haben. Und das bringt nicht viel. So, ein bisschen Leistung können wir, glaube ich, wieder aufschalten. Ganz leicht. Und einmal durch den nächsten kleinen Haltepunkt durch, der da heißt, aha, ich kann es nicht ganz genau lesen, Heinhof oder so, Dornbirn-Halterndorf. Wir haben wieder halt zu erwarten. Mit etwas Hoffnung funktioniert das so wie vorhin auch, dass das Signal umspringt, bevor wir dran vorbeifahren. Na komm schon. Finger ist schon an PZB wachsam, aber es klappt nicht. Zugbeeinflussung. Gut, dann haben wir halt zu erwarten. Einen Alpenstaubsauger finde ich übrigens cool. Als Fahrzeug im TSW. Den könnte man auch hervorragend einsetzen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wo das haltzeigende Signal steht, weil wir nicht besonders viel sehen hinter dieser Kurve. Daher pirschen wir uns langsam heran. Ah, okay, das sieht gut aus. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir lassen einfach weiterrollen. Und drücken wieder PZB wachsam. Zugbeeinflussung. 1000 Hertz Beeinflussung ist aktiv, wie zu erwarten. Da vorne auch schon der nächste Bahnhof. Ist das Dornbirn? Kann das sein? Das sieht für mich sehr nach Dornbirn aus, ja. Auch, ja, der Regionalzug bleibt vor uns. Ah,
Also langsam komme ich doch nochmal ins Überlegen, ob wir den nicht doch wieder rauskicken sollten. Andererseits macht es aber auch ein bisschen Spaß. Ich finde, dass man ein bisschen was auch zu tun hat. Auf der anderen Seite würde ich aber auch gerne einfach mal fahren mit dem Eurocity. Ah, wisst ihr was? Wir machen es einfach, oder? Ja, weil da kommen Leute. Ah, das ist doch nicht realistisch. Kannst du doch in Realität auch nicht machen. Ja. Kann ich nicht machen, aber wenn ich es könnte, würde ich es tun in Realität. Tue ich es oder tue ich es nicht? Also es macht halt einerseits Spaß, weil man dann doch die ganze Zeit eben wachsam sein muss, wortwörtlich. Boah, gute Frau, seien Sie mal wachsam. Ach. Eieieiei. Auf der anderen Seite wird es aber auch viel mehr Spaß machen, wenn wir höhere Geschwindigkeiten fahren. Wohin fährt die S-Bahn hin? Nach Bregenz. Ja, das heißt also, der ist dann ab hier ist er dann weg. Dann brauchen wir den gar nicht mehr rauszuschmeißen. Na komm, wir lassen's. Wir lassen's. Weil der fährt dann geradeaus weiter und wir biegen aber da links ab in Richtung Schweiz. Dann lassen wir das. Einmal den Kollegen gegrüßt. Und wir haben wieder Halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Wir bestätigen und bremsen, wie schon das ein oder andere Mal heute. So. Auch schon wieder keine Beeinflussung. Quatsch, keine Beeinflussung. Auch jetzt wieder Fahrt bekommen. Ich möchte mal ganz kurz was umstellen und zwar. Folgendes. Hier das Time of Day System und dann die Skylight Pollution Luminance. Wenn ich sie jetzt eben finde, die Skylight Pollution Luminance und die stellen wir mal hoch auf so zum Beispiel 6. Und dann sind tatsächlich in der Nacht die Gebäude deutlich heller zu sehen. Also es geht im Grunde genommen darum, dass die Nachtbeleuchtung der Gebäude und alles, was eben Licht emittiert, heller ist. Und das sieht gerade, wenn es dunkler wird, dann deutlich schöner aus, weil manchmal hat man im TSW das Gefühl, dass das ein bisschen zu hell ist.
So, das ist eine Ankündigung für Langsamfahrt mit 60, wenn ich den Signalbegriff richtig lese. Genau. Dann stellen wir auch die 60 ein in der AFB, bestätigen das Sucht zunächst die Einflussung. und dann 60 eingestellt. Zugbeeinflussung. Sehr gut. Fahrt wird uns da angezeigt. Wie es scheint, ist der Zug vor unserer Nase endlich weg. So, ich hoffe, das gilt jetzt nicht für uns. Ah, okay, deshalb nur 60, weil wir jetzt hier das Gleis wechseln. Sehr schön hier links. Ja, ordentlich was abgestellt. Vectrons. Viele Güterwagen. Viele rote Signale, aber das hier scheint für uns zu sein. Auch hier die Ankündigung für 60. Ja, es wird wohl unser Signal Sucht die gewesen sein. Einflussung. Ja. Vermutlich werden wir jetzt wieder rüber. Ne, doch nicht. Doch nicht rüber geleitet. Ah, nee, wir werden jetzt aber irgendwie jetzt hier nach links geleitet. Genau, weil wir ja Richtung Schweiz jetzt abbiegen und nicht weiter Richtung Deutschland fahren. Also hier jetzt praktisch nach links rüber. Bin mir gar nicht sicher, ob wir das bisher überhaupt zusammen gemacht haben im Simulator. Und wir haben halt zu erwarten. Nehmen wir die Leistung zurück. Wir sind hier natürlich im Freeroam-Modus unterwegs, da kann es zu unvorhergesehenen Ereignissen kommen. Zugbeeinflussung. Das darf man nicht vergessen. No, einmal wieder rüber. So,
Da vorne ist unser halseigenes Signal. Oh nee, doch nicht. Ach, jetzt geht's hier schon nach links rüber. Interessant. Bin mal gespannt. Ich glaube, das bin ich tatsächlich noch nie gefahren hier, diesen Abschnitt. Denke ich zumindest. Das heißt also, wir machen das jetzt gerade zum allerersten Mal, aber das hat verrät mir, dass trotzdem schon ein halseigenes Signal auf dem Weg zu uns ist. Oder wir auf dem Weg zum Signal sind. Jetzt müsste ich jeden Augenblick hinter der Ecke, hinter dieser Kurve auftauchen. Schon. Und wir halten an. So, jetzt müssen wir leider eine Sache kontrollieren. Und zwar ist das ja ein eingleisiger Abschnitt voraus. Nicht, dass jetzt ein Zug vor uns ist, der praktisch in die Richtung genau auf dieses Gleis möchte und wir uns damit blockieren. Ich glaube genau, das ist nämlich der Fall. Aber wir schauen mal, weil da auf, in Gegenrichtung ist schon auf jeden Fall Fahrt gestellt. Und der möchte nach Bregenz. Ah, okay. Gut, wenn der nach Bregenz möchte, dann heißt das für uns, dass wir den abfahren lassen können. Weil wenn er nach Bregenz fährt, dann fährt er halt hier hoch. Das heißt also, wenn der durch ist, dürften wir dann eigentlich fahren, weil... weil wir halt keinen blockieren, beziehungsweise weil wir dann nicht blockiert werden nach St. Margareten. Aber wir müssen jetzt natürlich mal abwarten, bis der sich hier in Bewegung setzt. Ist aber bei Anweisung angekommen. Wir können mal ein bisschen cheaten. Gehen mal in den God-Mode-Modus rein und stellen mal die Geschwindigkeit auf die 9-fache. So, jetzt bewegt sich gerade nichts auf der Karte. So, jetzt wieder schon. So, er bewegt sich wieder, das heißt also, wir können auch schon wieder die einfache Geschwindigkeit einstellen. Ich glaube, wir sehen den nicht, oder? Weil der dürfte eigentlich jetzt gleich hier vorbeikommen. Da ist er auch schon. Und sobald der durch ist, dürfen wir dann fahren. Eingleisiger Abschnitt, können wir natürlich nichts machen. Die S-Bahn nach Bregenz. Und da stehen wir. Kann uns schon mal zur Abfahrt bereit machen. Eigentlich dürfte sich dann unser Signal jetzt umstellen. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Lässt der Simulator jetzt einen anderen Zug noch vor? Ich hoffe wohl nicht. Doch, weißt du was? Du darfst gehen. Dürfen wir jetzt fahren? Immer noch nicht. Aber jetzt hat der TSW auch wieder irgendwelche interessanten Ideen. Gibt es hier irgendjemanden, der uns blockiert? Du hier. So. Du darfst auch gehen. Ja, jetzt dürfen wir. Okay, vermutlich hätte ich den gar nicht löschen müssen. Vermutlich hat der Simulator einfach nur einen Augenblick gebraucht, um das zu berechnen, aber jetzt dürfen wir fahren. Ich finde, das ist fair gelöst. Einfach zwei Züge verschwinden lassen. So, wir dürfen 60 fahren. Und das machen wir jetzt auch.
Ach ja, der Bug ist, glaube ich, bekannt. Als weiß ich, wo der ist. Ich habe den schon so oft gesehen auf der irgendwelche Screenshots von genau diesem Bug, aber wusste nie, wo der vorzufinden ist. Da ist er also. Jetzt ist es richtig dunkel, ne? Könnten mal theoretisch die Bewölkung ein bisschen zurücknehmen. Aber ich fand das irgendwie mit Bewölkung schöner. So, uns darf 130 gefahren werden. Beziehungsweise gleich nur noch 110. Also stellen wir schon mal die 110 ein und jetzt aber mal endlich mal ein bisschen Geschwindigkeit auf unserem Weg in die Schweiz. Schön, endlich mal auf Geschwindigkeit, auch wenn es nicht mehr für lange währen wird, weil wir gleich in Lustenau dann auch schon angekommen sind. Ab hier darf 130 gefahren werden. So. Und die Ankündigung für 60. Zugbeeinflussung. Sechzig sind erreicht. Und dann haben wir noch halt zu erwarten, das ist dann das Signal am Ende des Bahnsteigs von Lustenau, wo unsere Fahrt auch enden wird. Zugbeeinflussung. Fehlt hier nicht noch irgendwie so eine Art Instrumentenbeleuchtung? Weil das sieht man ja gar nicht in der Dunkelheit. Ne? Hier ist sie ja vorhanden, aber da links fehlt sie. So, und wir halten jetzt gleich an. Und dann kommen Lustenau, hier wird dann unser Kollege uns ablösen und dann weiter in die Schweiz fahren. Türfreigabe. Ja. Türfreigabe. Türfreigabe. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.